Herzlich willkommen zu einem Schlingentraining für Hindernisläufer. Heute steht im Fokus die Schulter-, Brust- und Rückenmuskulatur, sodass ihr schön alle Hindernisse schaffen könnt, euch überall hochziehen könnt und keine Angst mehr haben braucht. Als zweites steht die Rumpfmuskulatur, also das Core, im Fokus, sodass ihr die hohen Belastungen, die auf euch zukommen, in einem Hindernislauf gut schaffen könnt. Das heutige Workout ist so aufgebaut, dass ihr 8 Übungen habt, also 4 Übungspaare, die behandeln die Vorder- und die Rückseite jeweils. Ihr macht 15 Wiederholungen pro Übung und davon den ganzen Satz 3-mal. Wenn ihr euch mit den Übungen nicht ganz sicher seid, findet ihr alle Übungen genau erklärt in unserer Playlist. Bevor wir jetzt anfangen, wärmt euch bitte richtig auf. Auch dafür findet ihr ein Warm-up in der Playlist unten beschrieben. Okay, dann legen wir los. Unser erstes Übungspärchen ist der Butterfly für die Brustmuskulatur und die Reversed Fly für den Rücken. Für den Butterfly legt ihr die Unterarme in die Schlingen, lehnt euch nach vorne, der Rücken ist gerade, Schultern tief und ihr macht 15 Wiederholungen. Je weiter ihr vorgeht, desto leichter wird das Ganze. Gehst du weiter nach hinten, wird es schwieriger. Die zweite Übung aus diesem Pärchen ist der Reverse Fly. Dazu stellst du dich nach hinten hin, lehnst dich nach hinten, streckst die Arme und ziehst dich mit gestreckten Armen nach oben. Nach 15 Wiederholungen kommen wir in die nächste Übung, Latzug in den Schlingen. Das heißt, ihr bleibt eigentlich schon stehen, schiebt den Po nach hinten, Rücken ist gerade, die Knie könnt ihr leicht anbeugen, wenn ihr es braucht. Ansonsten ziehst du dich mit den Ellbogen nach hinten, unten hoch. Die zweite Übung dieses Übungspärchens heißt Ziehen über Kreuz. Dazu lehnst du dich nach hinten, streckst die Arme und bringst sie über Kreuz nach vorn. Das nächste Übungspärchen beginnt mit Liegestützen im Crunch. Dazu müssen wir die Schlingen ein bisschen weiter runtersetzen. Und zwar, wenn ihr kniet, auf Oberschenkel-Mitte-Höhe. Super. Für die Liegestützen mit Crunch müssen die Füße in die Schlingen eingehängt werden. Hände unter die Schultern platziert werden, Rücken ist gerade. Streckst die Beine, gehst in die Liegestütze und ziehst die Knie zwischen die Arme. Die nächste Übung heißt diagonal alternierender Vierfüßler. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Dazu braucht ihr die Arme in den Schlingen. Ihr bleibt im Prinzip, wo ihr seid. Schulter nach hinten unten, der Rücken ist gerade. Du streckst das rechte Bein und der gegenüberliegende Arm wird gestreckt. Du ziehst ran und weg. Das letzte Übungspärchen beginnt mit einem Klappmesser. Dazu setzt du dich hin und die Aufhängung, Schulter nach hinten unten, du lehnst dich nach hinten, streckst die Beine und ziehst an. Die nächste Übung heißt, beziehungsweise die letzte Übung heißt, Strecken aus den Knien. Dazu kniest du dich hin. Rücken ist gerade, du gehst mit den Unterarmen in die Schlingen rein, Schultern tief und du schiebst dich nach vorne. Mit geradem Rücken, wieder zurück. Nimmst die Arme mit. Nachdem ihr auch die letzte Übung 15 Mal wiederholt habt, dürft ihr eine Minute Pause machen und dann von vorne beginnen. Zweimal.
Puh, ihr habt es geschafft. Um jetzt schön wieder runterzukommen, könnt ihr noch ein schönes Cooldown oder ein Stretching machen. Auch hier findet ihr ein kleines Video dazu in unserer Playlist.